Ich begrüße dich ganz herzlich heute im neuesten Video. Ich bin Emanuel Erk, Beziehungscoach und Therapeut. Und ich habe letztens eine Frage gestellt bekommen, mit der ich heute hier in diesem Video zu dir komme und die man gerne mit dir besprechen möchte. Nämlich, gehört Eifersucht eigentlich zu einer Beziehung einfach dazu? Ist Eifersucht eigentlich ein Zeichen für Liebe oder dass die Beziehung oder der Partner einem wichtig ist? Darüber möchte ich mal heute mit dir in diesem Video sprechen. Bevor das Video losgeht, vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst und dem Video einen Daumen nach oben zu geben, damit diese Arbeit noch mehr Menschen erreichen kann. Und wenn du merkst, ich möchte Unterstützung in meinem Thema, ob jetzt alleine oder als Paar, bucht euch gerne heute noch euer kostenfreies Beziehungsanalysegespräch, wo wir gemeinsam hinschauen können, was ist eure Thematik, wo braucht ihr Unterstützung und wie können wir euch vielleicht genau dabei helfen. Alle Infos dazu findest du auf emanuelerk.com/coaching. Vielleicht wirst du dir diese Frage auch schon mal gestellt haben. Und vielleicht kennst du auch diesen Spruch, so ein bisschen Eifersucht ist doch ein gutes Zeichen. So ein bisschen Eifersucht zeigt doch, dass der andere einem wichtig ist. Und so wird es ein bisschen normalisiert, dieser Zustand innerhalb von Partnerschaften. Und ich sage es dir klipp und klar, für mich gehört Eifersucht in einer Beziehung nicht dazu. Erlebt jemand permanent Eifersucht in einer Partnerschaft, ist das nicht ein Zeichen für eine gesunde Beziehung oder dass Liebe da ist, sondern für Unsicherheiten, die aktiv sind. Unsicherheiten, die wir uns vielleicht selbst erzeugen, aber auch Unsicherheiten, die der andere provoziert. Denn zur Eifersucht gehört in den meisten Fällen zwei Seiten. Natürlich gibt es einmal die Seite, die eifersüchtig ist, aber meistens auch ein anderer Part, der häufig bewusst oder unbewusst sogar das Eifersüchtigsein provoziert, ja? Indem er sich zum Beispiel zurückzieht oder gewisse Trigger drückt und so weiter, ja? Wird in dem anderen das Eifersüchtigsein sogar provoziert. Aber ich möchte das an dieser Stelle mal für dich differenzieren, weil das ist ein wichtiger Punkt. Es ist nicht so, dass wenn man eine gesunde Beziehung führt, nicht eifersüchtig sein könnte. Liebt man in einer monogamen Beziehung und der andere würde jetzt mit irgendjemandem was anfangen vor den eigenen Augen, dann ist nicht ein Zeichen von gesunder Beziehung, dass man sagt, ah, das trifft mich gar nicht, ist gar kein Problem, mach, was du magst. Ja? Das ist nicht das, was ich damit meine, sondern eine gesunde Beziehung ist darauf ausgelegt und priorisiert, dass der andere sich wohlfühlt und sich sicher fühlt innerhalb einer Partnerschaft. Das ist der eine Part. Ich habe gar nicht Interesse daran, dass der andere eifersüchtig wird oder die Eifersucht dem anderen zu provozieren, sondern ganz im Gegenteil, ich achte darauf, dass das nicht passiert. Dass ich den anderen nicht in Zustände bringe von Unsicherheit, von Angespanntheit. Weil bei vielen Menschen ist es Teil ihrer Bindungsdynamik, dass sie immer wieder den anderen antriggern, dass sie immer wieder quasi Verhaltensweisen zeigen, die für die andere Person Stress bedeuten. Das machen sie nicht bewusst, sondern unterbewusst. Wozu dient das? Es dient dazu, dass wir immer den permanent im Partner Unsicherheit triggern, wodurch der stärker an uns klammert. Das ist einfach nur ein Schutzmechanismus, mit dem ich versuche, nicht verlassen zu werden und mit dem ich versuche, in einer Machtposition zu bleiben innerhalb einer Beziehung. Ja? Das heißt, wenn man ständig mit Eifersucht zu tun hat, muss es diese Machtdynamik innerhalb von Partnerschaft geben. Der andere Part ist, dass wenn ich mit starker Eifersucht zu tun habe, habe ich einen weiteren Mechanismus in mir aktiv. Nämlich, ich projiziere meine Sicherheit auf den anderen drauf. Ich kann mich nur sicher fühlen, wenn du. Ist quasi die Klausel, mit der ich permanent in der Beziehung aktiv bin. Das heißt, ich suche Sicherheit im Partner. Ein Bedürfnis, was wir nicht im anderen vollständig finden können. Damit wir uns sicher fühlen, müssen wir bei uns beginnen. Das geht nicht anders. Wir können jemanden haben, der kann der bemühteste Partner auf Erden sein. Wenn wir nicht in uns einen Raum haben, in dem wir uns sicher und geborgen fühlen, wird das immer sich unsicher fühlen in einer Partnerschaft. Weil der Partner kann ja noch so bemüht sein. Es ist trotzdem immer das Risiko da, dass er oder sie geht. Das heißt, Sicherheit muss in uns stattfinden. Das heißt, nochmal zurück zu der Frage, gehört Eifersucht dazu? Nein. In einer gesunden Beziehung sind zwei Sachen eben aktiv. Einerseits, dass wir darauf achten, dass der andere sich sicher und wohl fühlt. Aber auf der anderen Seite, dass ich darauf achte, diese Sicherheit in mir zu finden. Dass das ein großer Part ist. Dass es eine große Wichtigkeit für mich hat. Ja? Dass ich meine eigenen Themen aufgeräumt habe. Meine eigene Unsicherheit, meine eigenen Vertrauensprobleme, die sich früh in meiner Kindheit geprägt haben. Und nicht permanent Sicherheit in dem anderen suchen muss. Und je mehr wir dort in Heilung gekommen sind, desto weniger brauchen wir Eifersucht, Drama und Unsicherheiten in Beziehungen. Ja, du hast richtig, viele brauchen das. Das ist Teil auch wieder ihres ganzen Bindungssystems. Bindung bedeutet immer Drama und Stress. Ja? Wenn ich als Kind erlebt habe, dass Kontakt und der Bindung nichts Sicheres ist, sondern eher ein Stresszustand, wo ich nie weiß, was kommt als nächstes, dann ist das für mich normal. Und so erzeuge ich mir auch heutzutage in einer Beziehung immer diesen Stresszustand. Das ist wie quasi der Hormoncocktail, der für mich bekannt ist, der für mich vertraut ist. Und das ist so ein wichtiger Part, dass Menschen, die so eine stressvolle und eifersüchtige Beziehung erleben, merken, dass sie sehr viel davon selbst erzeugen. Und nicht nur der Partner dran schuld ist. Und dass ihnen das auch in irgendeiner Art und Weise dient. Weil der Part ist, oder wozu uns das dient oder wofür das wichtig ist, ist, dass dieser Zustand für uns am vertrautesten ist. Wir kennen es nur, in dieser Anspannung, in dieser hohen inneren Erregung zu sein, ja? Und das andere ist, dass wir dadurch auch immer wieder ähnliche Zustände in uns, wie soll ich sagen, kongruent halten.
immer diesen Zustand von, ich fühle mich klein, ich fühle mich hilflos, ich fühle mich als Opfer, ich fühle mich unsicher, erzeuge ich mir immer wieder im Kontakt mit jemand anderem. Und deswegen möchte ich mit diesem Video dazu aufrufen, es nicht zu normalisieren. Es ist eine Ausrichtung, die man in Partnerschaft haben darf, zu sagen, ich möchte eine Partnerschaft, wo es nicht mehr um Eifersucht geht, wo wir uns nicht mehr mit sowas abgeben wollen, sondern ich möchte, dass eine Partnerschaft ein Raum wird, in dem wir uns sicher und wohl und geborgen fühlen, in dem wir uns entspannen können, in dem sich unsere Körper entspannen können und nicht einfach ein Ort von Stress und Erregung ist, so wie es für viele Menschen ist. Und dort können wir hinführen. Und hier ist auch immer wieder das große Stichwort, Traumaarbeit. Wenn wir dieses Bindungstrauma in uns verarbeiten, wenn wir diese Stresszustände, die in uns früh entstanden sind, verarbeiten, zur Ruhe kommen, dann werden wir das Gleiche auch in Partnerschaften erleben. Und das ist wundervoll. Ja, dann wird eine Partnerschaft so richtig erfüllend. Dann wird eine Partnerschaft wirklich so ein Ort des Zuhause-Seins, des Ankommens. Aber nicht, weil wir den perfekten Partner gefunden haben, sondern weil wir den Raum dafür geschaffen haben, dass das genauso entstehen kann. Also das mal als kleiner Einstieg in diese Frage. Und schreib mir mal gerne in die Kommentare, was du dazu denkst. Ob du glaubst, Eifersucht gehört dazu. Eifersucht ist standardmäßig für eine tolle Beziehung und ein Zeichen für ganz viel Liebe. Oder ob du vielleicht meine Meinung teilst. Und hier am Ende des Videos mag ich dich nochmal einladen, dass du schauen kannst, okay, wenn das ein Thema ist, was mich bewegt, wenn du dir darin Veränderungen wünschst, dann lade ich dich von Herzen ein, dass wir gemeinsam im Coaching genau dorthin schauen können. Ich habe mittlerweile hunderte Einzelpersonen und Paare genau in dieser Thematik auch begleitet. Und ich kann dir sagen, es gibt einen Weg daraus. Aber für die meisten ist es nicht eben ein Video nach dem anderen schauen, ein Buch nach dem anderen lesen, sondern wenn sie endlich sich professionelle Unterstützung suchen und wirklich in der Tiefe hinschauen. Also wenn du merkst, okay, ja, ich möchte daran arbeiten oder wir als Paar, bucht dir oder euch gerne euer kostenfreies Beziehungsanalysegespräch, wo wir erstmal schauen, okay, wie ist eure Situation? Was ist die Thematik bei euch? Ja, und wie können wir am besten daran arbeiten? Und wenn wir dann merken, es passt, werden wir euch über mehrere Monate oder dich alleine über mehrere Monate genau in dieser Thematik begleiten und unterstützen, dass sich dieses Thema endlich in deiner Partnerschaft löst und du diese Beziehung führen kannst, nach der du dich vielleicht schon sehr lange sehnst. Also buche dir heute noch gerne einen Termin. Du findest alle Infos dazu auf emanuelerck.com/coaching.